Hallo ihr Mäuse, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Eigentlich sollte dieses Video schon aus Peru starten. Und zwar waren wir zuletzt auf den Galapagos-Inseln und von dort aus hatten wir einen Flug in die Hauptstadt Ecuadors. Und dann wollten wir direkt weiterfliegen nach Peru, nach Lima. Long story short, wegen Wetterproblemen haben wir unseren Flug nach Lima verpasst, mussten eine Nacht in Ecuador schlafen und pro Kopf 400 Euro für einen neuen Flug zahlen. Der neue Flug ging auch mit ordentlich Verspätung los, sodass wir dann nachts und einen Tag später als geplant in Lima angekommen sind. Angekommen im Hostel um 12:30, da schlafe ich. Wir haben das Premium-Zimmer bekommen, direkt an der Straße. Aktuell haben wir einfach Glück. Den nächsten Morgen starten wir mit einer Yoga-Session auf der Dachterrasse unseres Hostels. Danach belohnen wir uns mit Veggie-Arepas zum Frühstück. Gestärkt geht es weiter zum nächsten Tagespunkt, Tattoo-Stechen, mit dem schönsten Ausblick über Lima. Wir sind fertig. 4 Stunden später, glaube ich. 6. 6 Stunden später und 7 Tattoos später. Alles nur kleine, aber hat auf jeden Fall seine Zeit gedauert. Ein wunderschöner Sonnenuntergang. Und den gucken wir uns an, nicht von einem Strand, sondern vor uns ist einfach eine Mall. Tada! Next morning in Lima. Wir haben gerade unsere Yoga-Session completed. Nach dem Frühstück machen wir uns auf zum größten Essensmarkt Limas. Auf dem Mercado Suquio gibt es alles, was das Herz begehrt. Fisch, Fleisch, Früchte, Nüsse, Getreide und so weiter. Wir holen uns erstmal einen frischen Saft. Jugo Natural heißt der hier und ist typisch für Südamerika. Der Saft wird aus Wasser und frischen Früchten zubereitet und kostet umgerechnet keine 2 Euro. Wir sind jetzt hier auf dem Markt. Eigentlich essen wir beide aktuell keinen Fisch und kein Fleisch. Ich bin jetzt im 3. Monat und ich bin damit auch fein. Ich mache das gerne. Aber es fällt mir teilweise schon schwer, weil wir natürlich auch viel an der Küste sind und ich auf jeden Fall früher sehr, sehr gerne Fisch gegessen habe. Die vegetarische Küche ist hier halt eher noch nicht so entwickelt, weil einfach super wenig Leute vegetarisch essen. Jetzt habe ich gesagt, dass ich einmal cheate heute und hier auf dem Markt ein Ceviche probiere. Dennis soll das beste Ceviche Perus sein. Es ist Gemüse und Fisch in einer Soße oder Suppe aus Zitrone und Gewürzen und es wird immer kalt serviert. Ich bin gespannt, ob ich es bereue, ob es sich lohnt. Als kleinen Snack vorweg oder auch zu Hauptgerichten dazu gibt es hier häufig oder fast immer Tostados. Das ist gerösteter Mais. Hier ist das Ceviche. Links haben wir Motte, das ist auch eine Form von Mais. Dann haben wir Garnelen und Zwiebeln und irgendein grünes Kraut. Und hier rechts Süßkartoffeln. Seegras. Seegras? Okay, Niklas macht den ersten Bissen. Wow, scharf. Es hat wirklich ordentlich Spice, aber die Gewürze und die Geschmäcker zusammen sind auf jeden Fall sehr lecker. Hat sich gelohnt, würde ich sagen. Mit diesem Tag kommt unsere Zeit am Meer zum Ende. Am gleichen Nachmittag steigen wir ins Flugzeug und fliegen nach Cusco. Wir sind in Cusco angekommen und gerade eben auch in unserem Hostel. Und wir haben einfach so ein chilliges Zimmer bekommen. An der Rezeption gab es auch wieder Kurkablätter. Wir haben uns jetzt hier direkt einen Tee fertig gemacht. Cheers. Das klingt ja gar nicht. Ist auch Plastik. Ich mache ein Geräusch da rein. Achso, kling. Kling. Kokablätter helfen dem Körper, die Sauerstoffaufnahme zu erhöhen. Wir sind hier jetzt gerade auch wieder auf 3300 Metern und da ist die Luft, hier ist die Luft dünn und dementsprechend wenig Sauerstoff. Also ja, das heißt ja das. Ansonsten ist unser Plan für heute ein bisschen chillen und wir wollen noch nach einer Agency suchen, mit der wir den Zalcantay-Track machen können, denn eigentlich vom Timing müssten wir schon übermorgen losstarten. Cusco liegt auf 3400 Metern, hat über 400.000 Einwohner und war die heilige Hauptstadt der Inkas. Übersetzt bedeutet Cusco Nabel der Welt.
Nächster Tag in Cusco. Wir hatten ein super gutes Frühstück, was in der Übernachtung sogar drin war. Insgesamt zahlen wir hier mit Übernachtung und Frühstück 11 Dollar die Nacht. Wir haben gestern Abend noch den Salkantay-Track klargemacht, der ca. 70 Kilometer lang ist und am Ende zum Machu Picchu führt. Das wird also unser erster Track sein, den wir machen. Und für mich tatsächlich auch der erste Track meines Lebens. Das längste, was ich bisher gewandert bin, waren 20 Kilometer, aber dann hatte ich am nächsten Tag auch Pause und da wird es jetzt wirklich 5 Tage lang zur Sache gehen. Und morgen früh um 4.30 Uhr geht's los. Deshalb werden wir den Tag heute jetzt nutzen, um noch letzte Besorgungen zu machen für den Track, uns weiter ein bisschen an die Höhe zu gewöhnen, vielleicht auch ein bisschen Tischtennis spielen. Niklas hat sich für eine Sonnenbrille entschieden. Zieh mal auf. Laser. Hier zahlt man übrigens mit Soles. Das ist jetzt die dritte Währung. In Kolumbien waren es Pesos, in Ecuador ist es der Dollar und hier sind Soles. Auch in Cusco wollen wir den Markt nicht auslassen und starten ihm deshalb nachmittags einen Besuch ab. Wie in Lima ist auch der Markt in Cusco sehr gut besucht und es gibt ein unübersichtlich großes Angebot an Waren. Wir wollten vegetarische Suppe haben. Und die haben uns einfach das Hühnchen rausgenommen. Also mit Hühnchen gekocht, aber Hühnchen wieder rausgenommen. Und wir essen hier für 7 Soles, was umgerechnet, keine Ahnung, 2 Euro sind. Wir sind jetzt seit einer halben Stunde ungefähr auf dem Track. Es ist auf jeden Fall gut anstrengend. Obwohl wir hier nur ein paar hundert Meter höher starten, als wir in Cusco waren, merkt man auf jeden Fall, dass der Körper sich echt anpassen muss. Leichte Kopfschmerzen, flacherer Atem, einfach alles sehr anstrengend. Wir sind jetzt ungefähr seit 20 Minuten auf diesem Weg hier. Nach da ganz oben hinter den Wolken liegt das Ziel. Und zwar ist das eine Lagune. Die soll richtig schön sein, aber aktuell ist es auch bewölkt. Das heißt, wir wissen nicht, ob wir die wirklich sehen, wenn wir oben ankommen. Und für mich ist es echt sehr, sehr anstrengend. Mein Herz pocht wie wild, weil ich ja vor kurzem auch noch ein bisschen krank war. Glaube ich, ist es die bessere Entscheidung für mich, jetzt umzukehren, weil wir morgen auch 22 Kilometer vor uns haben und da geht es nochmal richtig hoch. Das heißt, ich breche hier ab und gehe schon mal direkt zurück zum Camp. Ich versuche, euch da mitzunehmen. Eine Stunde von hier noch. Hoffentlich finde ich den Weg zum Camp. Ist nur nach unten, zum ersten Weg wieder links, ja. Dann geradeaus und dann der erste Camp vielleicht stehen bleiben. Okay Leute, wir probieren es mal aus. Mal gucken, wie lange ich nach oben brauche. Ich hoffe, ich pack's unter einer Stunde. Bin ich schon ganz zufrieden. Ich habe es gerade zum Treffpunkt geschafft. Treffpunkt war diese Hütte und es wurde mir gesagt, dass hier vorne der See ist. Aber ist er nicht. Wir sind gerade erst mal auf der Hälfte angekommen. Baby-Alpaka ist am Start. Was sind das Lamas? Ich habe es geschafft in ca. 52 Minuten für diese Aussicht. Normalerweise sieht man vor uns jetzt einen riesigen Berg mit Schnee und ich glaube auch Gletscher. Da unten kann man unser Camp sehen. Den ganzen Weg bin ich hier hochgelatscht. Ich muss zu dem Camp oder zu dem Camp, ich weiß es nicht genau. Und ich dachte, das hier wäre der richtige Weg, aber der richtige Weg führt da entlang. Ich gehe jetzt einfach den ganzen Weg hinter mir wieder zurück. Ich glaube, der erste Tag ist dafür da, um mich zu humbeln, weil ich dachte, dass es echt recht einfach werden würde. Aber turns out, it's not. Und auch mit dem Rucksack dachte ich mir, ist nicht so schlimm. In Kolumbien habe ich das auch gemacht. Das meiste Gewicht liegt hier auf der Hüfte. Easy. Ist nicht easy. Ist gar nicht easy. Hätte ich das gewusst, hätte ich nochmal 3 Unterhosen rausgelassen. Die Vorbereitung am Cotopaxi hat nicht viel geholfen. Ich bin auf jeden Fall höhenkrank geworden. Meine Kopfschmerzen werden immer doller. Ich habe einen flauen Magen und auch gar keinen Appetit, obwohl ich heute echt bisher sehr wenig gegessen habe. Morgen 22 Kilometer in dem Zustand laufen, bis auf 4600 Meter hoch, ist gerade echt irgendwie ein Albtraum für mich. Ich werde mich jetzt erstmal hinlegen und ein bisschen die Augen zumachen. Wir haben einfach so Glaskugelräume. Schaut mal, wie krass der Blick ist. Am späten Nachmittag verziehen sich die Wolken und wir haben endlich freie Sicht auf den Salkantay, dessen Pass es morgen zu besteigen gilt. Der Salkantay ist 6271 Meter hoch. Übersetzt bedeutet Salkantay wilder Berg. Die indigene Quechua-Bevölkerung verehrt ihn als Berggottheit. Der Salkantay gilt als Beschützer, der für Wohlstand und Gesundheit sorgt. Wegen des Klimawandels erlebt der Salkantay eine Gletscherschmelze, die sich von Woche zu Woche beobachten lässt.
Nächster Morgen. Wir haben irgendwie kurz vor 6 und ich habe mich jetzt gerade dafür entschieden, heute für den restlichen Anstieg ein Pferd zu nehmen. Gestern Abend ging es mir ziemlich gut. Da hatte ich aber auch Altitude-Pillen, natürliche, chemische und eine Ibuprofen genommen. Und heute Morgen bin ich aufgewacht und habe seitdem leichte Schmerzen in der Lunge, bin einfach super außer Atem und fühle mich nicht gut. Bin trotzdem ein bisschen sad, hätte das gerne geschafft. Während die Wanderer schon los sind, warte ich zusammen mit den anderen angeschlagenen Leuten auf die Pferde. Da ich Pferde immer gerne mochte, ist der Ritt eigentlich eine ziemlich coole Erfahrung. Die Pferde machen auf mich zum Glück einen gesunden Eindruck und scheinen im Gelände gut zurechtzukommen. Der Anstieg wird steiler und steiler und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das aus eigener Kraft nicht gepackt hätte. Niklas hingegen schafft den Anstieg über 5 Kilometer in circa 2,5 Stunden. Da es auf dem Pass schneit und bewölkt ist, machen wir uns schnell an den Abstieg. Der Ritt ist beendet und ab hier liegen heute noch circa 18 Kilometer vor uns. Ich bin noch ein bisschen frustriert, dass mein Körper der Challenge nicht gewachsen war. Aber wie unser Guide sagt, ist das eigentliche Ziel ja der Machu Picchu. Zu dem Zeitpunkt wusste ich außerdem noch nicht, wie herausfordernd der Track noch werden würde. Da oben auf dem Stein hockt einfach ein Kaninchen, was einen Schwanz hat wie ein Eichhörnchen. Das ist kein Kaninchen. Sieht aber aus wie eins, mit einem Schwanz wie ein Eichhörnchen. Das war tatsächlich ein Chinchilla, was wir da gesehen haben. Umso tiefer wir kommen, desto mehr klart der Himmel auf. Wir wandern lange in einem Tal, umgeben von riesigen Bergen. Durch den Regen der letzten Stunden sind an vielen Stellen Wasserfälle entstanden. Meine Lunge und mein Kopf fühlen sich inzwischen besser an und ich kann die Natur zum ersten Mal wirklich genießen. Wir kommen jetzt langsam in den Dschungel rein und man sieht es auch schon, weil die Bäume auf jeden Fall deutlich zunehmen. Dschungel der Anden. Ja, jetzt noch so 10 Kilometer und dann haben wir es für heute geschafft. Durch die Höhe beherbergt der Dschungel weniger der klassischen Tiere als in den tieferen Gebieten. Affen gibt es hier zum Beispiel nicht. Das macht den Ausblick auf die dicht bewachsenen, grünen Berge und die großen Bäume aber nicht weniger schön. Mich beeindruckt, dass sich die Vegetation in wenigen Kilometern völlig verändert hat. Mittlerweile befinden wir uns auf dem letzten Drittel und es beginnt wieder zu regnen. Wir schlagen uns hier so durch den Regen, durch die Matsche durch, aber nicht mehr lang. Dann haben wir es geschafft. Es ist halt Regenzeit. Da darf man nicht überrascht sein, wenn es auch regnet. Das ist irgendwie so das erste Erlebnis, wo ich sagen würde, hätte ich davon eine Vorschau gesehen, dann hätte ich die Entscheidung anders getroffen. Aber vielleicht werden die nächsten Tage auch sonnig. We will see. Das ist hier so die Bodenbedingung aktuell. Sehr schlammig. Und ich bin heute auf jeden Fall sehr, sehr dankbar für meine Wanderschuhe, weil sie mir wirklich die ganze Zeit trockene Füße schenken. Da vorne ist Niklas. Nach 10 Stunden Wandern und 22 Kilometern erreichen wir um 17 Uhr endlich unser Camp. Fix und fertig. Meine Beine tun weh. Am nächsten Morgen starten wir gegen 7 Uhr. Unser Guide sagt, dass wir heute unsere maximale körperliche und mentale Stärke brauchen. Ich habe seit gestern Abend starke Bauchprobleme und freue mich überhaupt nicht, das zu hören. Wegen des Regens sind etliche Hänge abgerutscht und unser Weg verlängert sich deshalb von 16 auf 24 Kilometer. Der erste größere Erdrutsch, den wir passieren, ist gestern Abend abgegangen. Ein Local wurde mitgerissen und hat sein Leben verloren. Am Straßenrand trauert seine Familie. Ich fühle mich unwohl, während ich die Stelle überquere. Ein weiterer Erdrutsch hat die Straße so weit mitgerissen, dass uns nur die Möglichkeit bleibt, eine private Seilbahn zu nutzen, um voranzukommen. Brücken gibt es hier selten, denn der Staat investiert kaum Geld in diese Region, da das Gebaute durch Lawinen regelmäßig wieder zerstört wird. Wir kommen heile auf der anderen Seite an und werden von 3 abgemagerten Welpen begrüßt. Aus unserer Gruppe hat Diego eine Dose Thunfisch dabei, über die sich die Kleinen jetzt freuen können. So sehen übrigens die Toiletten aus, die hier auf dem Trip so zur Verfügung stehen. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Doch die Erdrutsche nehmen kein Ende. Im Gegenteil. Hier ist jetzt wieder eine Stelle, wo wir schnell durchgehen sollen. Denn die ist ganz frisch abgerutscht. Genauso wie hier. Warum Niklas so ein Gesicht macht und wie es ab hier weitergeht, seht ihr im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.